So, jetzt zeige ich euch die allerletzte Prestigeaufgabe, die ich halt noch nicht als Video verfasst habe, nämlich füge Schaden mit Explosionswaffen zu. Und ich glaube, das ist persönlich die schwierigste Aufgabe, so bescheuert sich das anhört. Wir werden es jetzt nochmal in Gruppenkeile probieren. Ich habe es jetzt in Arena probiert, dann in Gruppenkeile, wo ich die eine Aufgabe gemacht habe, habe ich es auch schon probiert. Da habe ich aber nicht einen einzigen RPG gefunden oder sonst was. Das Problem ist einfach, man sollte eigentlich erstmal irgendwo normal looten. So viel Loot holen, wie man findet. Weil diese Annäherungsraketenwerfer ist, glaube ich, die beste Variante, was das betrifft. Aber die muss man erstmal finden. So, wie ich gesehen habe, habe ich noch einen Abonnent dazu bekommen. Erstmal danke an der Stelle, falls du das Video siehst. Und wer noch nicht abonniert hat, jetzt ist die Chance dazu. Wie gesagt, wenn ich euch immer helfen konnte bisher, ich kein Blödsinn erzähle, lasst jetzt ein Abo da, würde mich halt extrem supporten und gleichzeitig euch alle, weil ihr dadurch natürlich mehr Zahlen für den Passive Code bekommt. Wenn du wissen willst, falls du neu bist, wie das funktioniert mit dem Gewinnspiel, unterm Video ist in der Videobeschreibung noch ein extra Video verlinkt, wo du genau sehen kannst, wie der Code zu knacken ist und wie du da alles machen musst. Und wie gesagt, die nächste Zahl gibt es leider erst bei 90 Abonnenten, aber die 17 Abonnenten kriegen wir doch sicher bestimmt auch hin. So, jetzt ist nur die Frage, wo lande ich hier? Ich versuche direkt an der Villa. Dann kann ich vielleicht noch ein, zwei Kisten aufmachen. Dann habe ich die Aufgabe nämlich auch schon gemacht. Und vielleicht haben wir ja Glück und finden Annäherungs- oder RPG. Schreibt mal bitte in die Kommentare. RPGs gibt es doch nur noch im Loot-Drop, meine ich, oder? Oder haben sie das nochmal geändert? So, hier ist nichts, da ist nichts. Sieht man direkt, dass der Wind hier ganz anders ist. Also hier habe ich, glaube ich, immer eine Kiste. Ja, wenn man sie nicht verkackt. So, der normale Loot interessiert mich erstmal eigentlich wenig. Ah, Fail. Erst so. Das ist immer diese Angewohnheit, immer direkt ein Biggie nehmen. Zack, 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 zack. So, jetzt so viel looten wie möglich. RPG-Munition irgendwie finden. Ja, da haben wir schon ein bisschen was. Aber für Munition zu finden, ohne Quatsch, empfehle ich euch halt echte Block, weil da ist echt die meiste. Oh, schmeckt. Das schmeckt. So, ich höre eine Kiste, ich sehe sie nur nicht. Ach, hier oben. Gott, ich traue mich gar nicht dahin zu bauen, gell? Ich habe keinen Bock, die Kiste kaputt zu machen. So, hier ist auch nichts Sinnvolles dabei. Oh, sei doch mal hier wenigstens irgendwas. Och, hier steht einfach eine Kiste. Na gut, davon brauche ich jetzt nicht wirklich irgendwas. Die werde ich definitiv brauchen. Dann ist hier unten, da ist keine Kiste. Dann haben wir hier noch eine Kiste. So, haben wir die Aufgabe nämlich jetzt auch erledigt. Aber ich habe euch ja im Video beide auf, sag schon, beide Orte gezeigt. Aber wir brauchen halt eine RPG. Und das am besten ziemlich schnell. Und gut, solange ich erstmal Munition finde, bin ich auch zufrieden. Wenn ich wüsste, dass ich im Spielverlauf definitiv eine noch finde. Wo ist hier der nächste Ort? Retail. Aber dazwischen ist noch der Campingplatz. Da könnten wir halt auch noch Glück haben. Weil da habe ich nämlich auch eine. Ne, gar nicht. Eine habe ich eben in der Villa gefunden. Ich weiß halt nur nicht, ob die Granaten auch zählen. Da bin ich mir halt jetzt absolut nicht sicher. Aber da steht halt Explosionswaffen. Deshalb. Ja, natürlich eine stinknormale. Ein bisschen Holz mitholen. Na gut, hier brauche ich jetzt nicht auch hochzubauen. Dun, 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 dun. War hier einer. Ich sehe mal nichts gebautes. Vielleicht haben wir ja Glück.
Ah, doch, da war die Munition weg. Das ist echt eine Aufgabe, die nervt. Er hat sich die ganzen Biggies geholt. Gucken, ob er gerade in der Scheune war. Ja, war er da also sogar gelandet anscheinend. Eine Schrot hole ich mir auch mal mit. Das ist natürlich jetzt Kacke. Müssen halt echt eine finden. Da liegt auch nur ein Lagerfeuer. Sachen in Lootrops. Ich glaube, ich habe in der ersten Runde 7 Stück aufgemacht und da war nichts. Es war einfach nichts drin. In den Kisten. Alles war drin. Eine Scar war drin. Ich dachte schon. Doch, alle Munitionskisten aufgemacht. Das gefällt mir nämlich auch schon mal nicht. Ist hier eine Kiste drin? Ist schön und gut, aber solange ich die Waffen nicht finde, bringt mir das alles auch nichts. Ja, hör auf zu lenken. Ja, übertreib's nicht. Ja, hier war auch schon einer drin. Oh, so schön, dass sie dran. Die Aufgabe, die ist echt nervig. Wenn ihr die Aufgabe schon gemacht habt und trotzdem zufällig das Video sieht, sagt mir bitte, wie ihr es gemacht habt. Weil es interessiert mich halt wirklich, was hier der eigentlich der bessere Weg ist. Und der Schaden an Zombies zählt nicht. Ach, hör doch auf zu laggen. Ich hol trotzdem mal eine mit. Nicht, dass es doch zählt. Fortnite ist da manchmal so. Aber es ist ja keine Waffe. Weil da steht ja nicht, mache Explosionsschaden, sondern mit Explosionswaffen. Ja, ist auch nur eine MP. Kinders. Auch nicht. Das ist echt nervig. Dann bleiben hier auf einmal auch noch so viele in der Lobby drin. Sonst hauen sie mal ab. Hier haben wir noch eine Kiste. Ach, Mann. Die Blutdrops sind alle auf der anderen Seite. Hör auf zu lenken. Seit wann öffnet die sich denn so? Ich glaube, hier ist noch eine. Es darf doch nicht wahr sein, echt. Mal gerade kurz gucken. Ach, 6 Schuss, wow. Da komme ich ja weit mit. Gucken, was hier so rumliegt. Oh, nix. Hab ich ja irgendein Landen gehört. Bringt's ja nichts. Ist er ein Roboter? Nein. Hier liegt aber auch nichts auf dem Boden rum. Von irgendeinem Loot-Drop oder so. Er wird weggesprengt.
Das waren meine Versuche mit der Granate. Da war noch ein Gegner drin, oder? Da war ein Gegner drin. Und ich sehe keinen. Gott. Ich muss zu den Loot-Drops, ey. Mann. Ich hoffe, ich finde was, ey. Mann, ist das euer Ernst oder was? Die Tropfen sind erstmal alle weg. Ich die Pump auf die Entfernung. So, die nächsten Lütrops kommen. Gucken, was liegt da unten? Nichts, was ich brauchen kann. Abfahrt. Gucken, ob ich da hinkomme. Tot. Jetzt. Wieder nichts. Ja, wie findet man denn mal eine? Die kann ja nicht nur random in der Welt rumlaufen. Mann, ey, ist so abnormal. Hat ich eben schon mal einen LG-Trooper? Ja, Loot-Drops sind schon wieder alle weg. Ist auch nix. Aim ist on point. Ach, hör doch auf zu laggen. Fünfer Schaden oder was? 75. Also die Runde sieht echt schon wieder bescheiden aus. Also ich empfehle es euch, glaube ich, echt, macht es ein Solo. So bescheuert sich das anhört. Ihr seht ja, ich bin ja wirklich ganz normal am Looten. Hallo. Guck, ob da was drin ist. Ne. Wen hat er geschossen? Ist auch nix. Mann. Also wie gesagt, wenn ihr eine findet, einfach auf die Leute drauf. Ja, die Abfahrt verpasst. Tja.
Damit ist die Runde wahrscheinlich auch schon wieder zu Ende. Und letzter Kill. Jo. Also ich konnte es euch halt jetzt nicht zeigen, aber wenn ihr die anderen Aufgaben mitgesehen habt, holt euch einfach diese Annäherungsrakete und versucht damit den Schaden zu machen. Also ich glaube, in den Loot-Drops ist es anscheinend nicht drin. Also Gruppenkeile empfiehlt sich da anscheinend nicht wirklich zurzeit. Wenn ich euch trotzdem irgendwie weiterhelfen konnte, in dem Sinne, haut rein.